Und da kommt er. Wir sind hier drüben. Ne, wie heißt denn der? Das ist nicht Hector. Nein. Er war Buchhalter. Langsam, langsam. Keine voreiligen Schüsse auf mich, okay? Ich heiße Wong. Was für ein Witz. Ja, ich weiß, wir sollten sowas wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht. Der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Willkommen in meinem Lager, dem Backburner. Hä? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Wir. Aha. Also nicht du. Das Backburner wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer. Wir müssen die Sicherheitsrelais zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt. Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Habe ich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer... Typen und dann zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührende Geschichte. Erzähl ich dir mal irgendwann beim Grillen. Ich und mein Banditenplan haben drüben im Wrack der Helios-Station gelebt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Wohlstandskanonen zu geben. Aber wir so, kannst du vergessen, Bro! Und dann ist es nicht so gut gelaufen. Bei Sinning ist es auch nicht ganz so gut gelaufen. Keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Plan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion Laserfoltern ausrüsten sollen. Lektion gelernt. Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Wir bereiteten uns darauf vor, Helios wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Jetzt stolziert dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Naja, egal. Weißt du, Pandora ist... Ach so, mega. Luft oder Ach Fleisch Gott. Oder Unterwäsche. Es sollte geteilt werden. Der Megapräsident, wer kennt ihn nicht? Prima, jetzt kannst du das letzte Relais neu starten und die gute alte Firewall geht wieder in Flammen auf! Und wenn sie überlebt haben, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Das tun sie immer. Das ist so cool. Das könnte ich sein. Das könnte eins zu eins ich sein. Nein. Doch. Wenn ich auf dem Planeten leben würde, wenn ich länger auf dem Planeten leben müsste, dann würde ich so enden. Ja, der hat jetzt nicht so lange überlebt. Du bist doch badass. Ich dachte, dass ich mich mit einem dreckigen, stinkenden Kammerjäger wie dir zusammentun würde. Aber Pflanzenfreaks und Gasangriffe erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dieser Penner Hector, den Kerl machen wir fertig. Blutpack! Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Jedenfalls hier ist irgendwas. Ding! Dann wohl unser Zuhause sein, während wir herausfinden, wie wir... Ach so, sie ist schon wieder. Nee, komm, weg. Das ist mein Lager? Hey, Lil, tritt zurück, wenn du keinen Banditen an dir kleben haben willst. Ganz ruhig. Wir können alles teilen. Hey, willst du mal meine Glücksunterwäsche anziehen? Ich bin ganz Ohr. Ich teleportiere zurück nach Sanctuary und... Wie sie läuft! Vielleicht kann ich die Sache in Ordnung bringen. Worauf level ich denn? Wohl kaum. Ich komme nicht an ihn ran. St. Jerry ist mit Gas geflutet. Tennis, kannst du... Weiß auch nicht. Und sein Gegenmittel mischen? Ja. Natürlich. Zuerst muss ich das Wesen dieser Mutationen verstehen. Ich brauche ein paar Pflanzengenitalien. Blüten. So werden sie auf eurem Bildungsstand genannt. Du hast sie gehört. Legen wir los. Wollen wir nachher noch ein bisschen Tennis spielen? Nein. Nein. Kein Tennis heute. Aber Sinning, ein schlechter Schild. Ich bin am überlegen, 17.000 gegen 2019. Was übrigens das aktuelle Jahr ist. Die Ladeverzögerung ist halt besser. Ich weiß es nicht. Ich lasse den erstmal da, ich überleg's mir nochmal, okay? War scheinbar eine Nein.
Dahl Abaddon. Dahl-Waffen geben Zoom zwar nur kurze Vollstöße ab, dafür ist ihr Rückstoß fast irgendwas. Ich hab hier noch eine Dahl-Waffe. Die Wellenwaffe, die ist gut. Erstaunlicherweise ist die gut, weil ich habe halt damals nicht gedacht, dass die für irgendwas zu gebrauchen ist. Gestohlenes Hyperion MKXF. Ich bin mehr als bereit, den Kerl zu töten. Besorgt Tennis diese Probenkiller. Ich trommle die Raiders zusammen. Tennis, ich konnte dich nach dem Angriff nicht finden. Bist du an einem sicheren Ort? Oh ja, ich bin in einem meiner vielen geheimen Panikräume. Praktisch, wenn das ganze Leben ein ununterbrochener Traum ist. Okay, ist doch fertig. Also, du hattest keine Ahnung gerade. Jo. Wir werden verfolgt. Wurden, haben keinen Bock mehr. Dir wird auffallen, dass du in diesen Gaswolken bei Kämpfen härter zuschlägst als sonst. Seltsam, aber könnte hilfreich sein. Ja, da habe ich ja richtig Bock, da reinzugehen. Lecker, lecker, lecker. Es sei denn, das Keimen von Ranken und der Verlust des eigenen Verstandes liegen jetzt im Trend. In diesem Fall hätte ich ein paar Echo-Novellen, die euch gefallen könnten. Ich verurteile niemanden. Alter, gehen die weg. Ich brauche reine Proben. Ich sehe, dass das Wasser diese Gefahr lecker, lecker, lecker. Kammerjäger, versuche Proben von diesen infizierten Skeks zu bekommen. Lass mich raten, wir müssen die töten und dann direkt uns noch und dann direkt looten. Okay, paar Skeks töten und paar Proben sammeln. Okay. Ich weiß nicht, da infizierte Flüte abschießen oder abschießen reicht. Aber ihr müsst noch irgendwo ein paar Skeks rein. Skeks. Wahrscheinlich, dass dieses Gas in der Natur vorkommt. Jemand hat es erschaffen. Ich würde mal vermuten, hier hinten. Dieser Balken, der sich da oben füllt. Ja, wir schießen Giftgas. Ah, sehr gut. Ja, ich komme aus. Ich bin Deutscher, das funktioniert. Ich kenne mich da aus. Ist das eine schöne Todesanimation oder stirbt man einfach nur? Ach, du bist instant tot. Oh. Ich dachte, da käme noch irgendeine Verwandlung. Der Arme. Oh, ah, da ist noch eine Puma. Links neben dir ist eine Pflanze. Ein Tentakel. Aber ich suche Skeks. Am besten Hirnsubstanz. Das gute graue Zeug. Das gute graue. Ich glaube, wir gehen einfach mal der Markierung hinterher. Oder sind die nur hier? Die könnten hier noch sein. Oder weiter oben. Deswegen gehe ich ja gerade alles ab. Ja, weil hier ist ja nicht mehr viel. Das Areal ist relativ klein. Na, kannst du doch. Achtung, ich mach gleich Bumm. Ich habe absolut keine Informationen aus diesen getöteten Skeks gewonnen. Ich freue mich schon auf das nächste Borderlands. Sowas von. Ja, ich auch. Nur das Problem ist, es kommt halt erstmal für einen Epic Store raus. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Darauf freue ich mich gar nicht. Hoi, hoi, hoi. Ey, Sinning. Eine schlechte Schrot.
Ist die Markierung oben oder unten? Oben. Das Gebiet. Lalalala. Sammelt wir mal ein bisschen hören. Das ist ein Blutzwerg. Hören. Iridium. Nee, oder, nee, ich glaube, das war ein Skin, oder? Oder das war Iridium, ich habe keine Ahnung. Kein Iridium, hat nichts davon. Dann war es vielleicht ein Skin. Oh, wie süß, wer liegt da auf dem Boden? Weiß nicht, weiß gar nicht, was du meinst. Hast du deine eigene Granate gefressen, oder was? Nö, ich habe eben gerade das Lederne auf dem Boden eingesammelt und dachte, mein Geschütz übernimmt den Rest. So, was war das? War das jetzt ein Skin? Das war ein Skin. Ich habe zwei Skins dabei. Einmal Runner-Skin-Anpassung, schaltet diesen Skin für das Catch-A-Ride-System frei. Catch-A-Ride hat Ellie übernommen. Oh nein. Gut, wir fahren nie wieder damit. Kommando-Skin-Anpassung, schaltet diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei, wenn er aus deinem Inventar heraus verwendet wird. Bandit-Entflammung. Gut, gut. Für dann. Gehen wir auf. Keine Ahnung, was ich gerade gelabert habe. Fast schon. Hörene. Noch mehr Hörene. Zombies in der Oper. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mir fehlt das nötige Fachwissen, um das Gas zu synthetisieren und unsere eigenen Pflanzenmenschen übrigens zu erschaffen. Schlechter Loot oder war gar nicht mal so schlechter Loot. Meiner Universität. Egal. Kehre zum Backburner zurück und schick mir diese Proben. Mir geht langsam das Iridium aus. Ich suche noch einmal nach Überlebenden. Wir sehen uns im Lager. Die kriegt von mir kein einziges Iridium. Ja. Daneben. Ey, wie viel Schaden die mit einer Kugel fressen, ne? Was für eine schreckliche Kreatur. Seziere sie doch bitte mit der Waffe deiner Wahl. Je schrecklicher die Testsubjekte, desto mehr Spaß macht es. Finde ich auch. Was passiert hier? Was dreht sich da in der Luft? Okay, ich kann nicht verstehen. Sinnlos, aber gut gemacht. Vor allem, du stehst da in so einer Riesenwolke aus Sporen. Sinnlos, aber gut gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da gerade hinten abgeht. Ignorieren. Die haben aber ihren Spaß. Die Backbone! Ich brauche so schnell wie möglich die Proben. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen und mich schon komplett entkleidet, damit sich nichts mehr zwischen mir und der Innenschicht dieses labortauglichen Schutzanzuges befindet. Das Gefühl ist sehr befriedigend. Ich will helfen. Wenn Ellie jetzt... Ich will helfen. Du kannst auch helfen. Also dein Charakter, nicht du. Nicht du als Fabian, sondern dein Charakter darf gerne helfen. Du hast mir keinen AP-Hit gemacht. Oh, das war ich. Also, ich habe meine Gesäßmuskeln gescannt. Aus Angriff. Das ist nicht, ob das Ding kaputt gemacht. Gib mir mal einen Banditen-High-Five. Geräusch.
Moxie und Zed. Wo kommen die denn auf einmal her? Achso, wurden her teleportiert. Scan der Proben für Tennis. Mit ihm Konflikt ist es wichtiger. Ja, bla 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 bla. Belohnung. Tennis arbeitet an einem Gegenmittel. Suchen wir in der Zwischenzeit einen Weg zurück nach Sanctuary. Willis, ich und Helen haben einen schönen Platz am Mount Scarab entdeckt. Und sie haben vielleicht auch einen Weg nach Sanctuary gefunden. Level up. Mordecai, schön von dir zu hören. Ich lass dich doch nicht ohne mich kämpfen. Ah, Mist, pass gut auf. Ein paar von Hectors Salatköpfen sind auf dem Weg zu euch. Ellie, Zeit für einen Kampf. Sind die Verteidigungsanlagen bereit? Was? Könnte etwas Hilfe gebrauchen, um mehr Geschütze online zu bekommen? KJ, da liegt ein Schraubenschlüssel auf dem Tisch. Kannst du mir den mal geben? Jetzt wird's mir gleich wieder sympathischer. Ellie. Weil sie Geschütze bauen kann? Ja. Schilde verringert die Wirkungsdauer, Statuseffekt auf dich Feuer? Nie. Ach, wie süß, hier ist ein Bild von Scooter. Ja, MacLock, dein Geschütz kann an Wänden und Decken platziert werden. Oder listenreich, verringert die Abklingzeit deines Geschützes. Nice, 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 nice. Guck mal, Alex, hier, ein Bild von Scooter. Ich hab doch gerade schon eine Kugel neben seine Visage geschossen, aber ein Bild von Scooter. Es war ein Bild von Scooter. Jetzt ist es ein Bild von einem Einschussloch. Hat das einen Grund, warum da oben Flammen sind? Ja, das ist unsere Fireball. Sinning, vergrab dich. Das hat er gesagt. Das ist wirklich so. Okay, ich wusste nicht. Gar nicht ich wusste, oder? Nee, doch, ich wusste nicht, dass er das mit Fireball meint. Okay, mit der SMG schießt du einfach durch. Ja, einfach rein da, ne? Alter! Ah, also so kann ich das Leben genießen mit Controller. Ja, das ist ja mega easy eigentlich. Hey. Dicke Pflanzen. Badass Kapsel. Badass tot. Badass tot. Aber du kämpfst wie ein Bandit. Und das ist ein Riesenkompliment. Tennis, gibt's was Neues? Tja, ich kann kein Gegenmittel herstellen. Aber ich weiß, dass das Gas von einem Forscher namens Cassius Leclement stammt. Wow, Cassius! Ha, den Typen kenne ich! Sekunde, ich klingle mal durch. Jo, Cassius, ich bin's, Vaughn. Vaughn, hallo. Ich bin ziemlich beschäftigt mit einem geheimen Projekt. Ja, versteh schon. Eine super fixe Frage. Hast du meine Kumpel gepflanzt, Monster? Ich würde niemals eure Kumpel verpflanzen, Monster. Du versprach das... Ach, ich verstehe. Ich wurde von einem irren Größenwahnsinnigen ausgetrickst. Mein Fehler. Hey, das passiert im Besten, Bruder. Kommt in mein Geheimlabor. Der Eingang ist durch die alte Talmine. Ich beginne sofort mit der Arbeit an einem Gegenmittel. Ich hab die Mine im Blick, Lilith. Ich melde mich, wenn ich was sehe. In Ordnung, Mordecai. Der Kammerjäger wird dich dort treffen. Ja. Sending, willst du mal was Lustiges sehen? Also, halt, es ist nicht mehr lustig, es ist blutrot und warm und flüssig und tot, aber ist auf jeden Fall lustig. Hallo! Drunter durch! Fickt euch! Ah, hi. Der Penetrator. Pink. Es musste pink sein.
Oh, was geht, wo geht's denn da rechts rein? Ich glaube, da kommen wir noch hin. Es ist auf jeden Fall einladend. Der Penetrator. Op. 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 Op.